In Hamburg sagt Moin und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren SWB auf meinem Kanal. Und ich habe mir was ganz Besonderes heute ausgedacht. Wir machen ein 3 Millionen Coins Pack SWB. Ihr seht schon das Glücksrad, hier sind alle Spieler gelistet, die mehr als 3 Millionen Coins kosten. So, unter anderem ist hier ein Pelé, Prime, Messi, Totti, Yasinio, Gaucho und so weiter und so fort. Wir drehen gleich das Rad, einmal für mich und einmal für Danny. Was geht ab, Bro? Hey Leute, was geht? Prunes ist auch am Start. Oh, sehr, sehr wild. Also, das heißt, wir kriegen beide einen heftigen Starspieler, wenn man im FIFA einen Pack, einen Pick aufmacht. Da kann auch nur Müll kommen jetzt beim Glücksrad. Also nur geile Sachen. Jeder ist über 3 Millionen wert. Alle Spieler, die da drauf sind, davon nehmen wir natürlich die allerbeste und teuerste Version von denen, die kommen. Natürlich, natürlich. Ist doch logisch. Deswegen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Safe. Ich bin gespannt, wen wir kriegen. Genau, also wenn wir, ich habe mir überlegt, wenn wir 3200 Likes hier auf diesem Video da lassen, dann machen wir ein 4 Millionen Coins Pack SBB. Geht das klar? Nö, lass machen. Okay, komm, machen wir. Also Freunde, ich würde sagen, ich fange an. Ich drehe jetzt als erstes für mich und dann für dich. Oder soll ich erstmal für dich drehen? Ja, dann gib mir den ersten. Okay, Bro, drehen wir den ersten Spieler für dich. Mal schauen, welchen du heute hier im SBB spielen darfst. Sind alle stabil. Hoffentlich nur Offensivspieler. Das sind auch alles Offensivspieler, glaube ich, ne? Eigentlich, ja, ein paar Defensive. Mbappé hast du bekommen. Mbappé Team of the Year, okay. 1 Million Coins, bro. Rad gönnt ja komplett, okay. Einer riskiert hier komplett, okay, jetzt drehen wir auch für mich. Wir drehen das Rad jetzt für mich. Schauen, wen ich bekomme. Erzähl, da dreht sich noch. Es dreht immer noch. Junge, wie lange dreht das? Soll sich mal straffen. Al-Owairan habe ich bekommen. The Fantasy Hero. Ich glaube schon, Digga. Ja. Al-Owairan kostet 3,1 Millionen Coins. Das ist genau knapp über 3 Millionen. Crazy. Ich hole den jetzt mal und dann bauen wir jetzt mein Team da oben. Let's go. Okay, Leute. Die Teams sind fertig. Ich habe Al-Owairan am Start. Du hast MVP. Digga, 12 Millionen gegen 3 Millionen. Also das Duell hast du jetzt schon mal gewonnen. Ich hab mal rein. Let's go. Ja, wir haben zufällig beide mit 4-4-2 gebaut. Und das Ding ist, MVP ist schon sehr geil, aber irgendwie habe ich den schon voll oft benutzt. Ich hätte mir einen anderen Spieler gewünscht. Und du hast einen anderen Vorteil noch. Deiner ist jetzt schon Full Cam. Du musst nichts machen. Ja, ja, ja. Ich muss noch schwitzen, dass mein Mbappé auf Full Cam kommt. Ich mach's aber noch nicht. Stürmer, linke Mittelfeld haben nichts mit Mbappé zu tun. Mein Stürmer ist Trophy Titans Icon Owen. Und im linken Mittelfeld nehme ich dann noch einen Engländer zum linken. Warte, also links? Du hast rechts oder? Ist egal. Also Sterling kann links und rechts. So. Also, ja, okay. Ich habe Messi und Payet aufgeschrieben. Schade. Ey, kennst du diese Payet-Karte? Alle haben mich mal gefragt. Payet oder 10x85 Plus Pack? Was machst du? Kommt drauf an. Also dadurch, dass ich reich bin, nehme ich Payet. Aber wenn ich nicht viele Coins hätte, würde ich das Pack nehmen. Also ich glaube... Ich würde immer so das Pack nehmen. Egal, aber reich oder arm, Digga. Immer das Pack safe. Okay. Ja, weil das Ding ist, alles, was in dem Pack drin sein könnte, kann ich mir von meinen Coins eh kaufen. Aber diesen Payet kann ich nicht wieder bekommen. Ja, okay. Ich habe auch diesen Rainer genommen. Weil, aber ja, wenn ich gerade nicht so viele Coins hätte, ja, ist was anderes. Achso, egal, ich halte einfach jetzt rein, was ich bei dir im Sturm glaube. Das Ding ist, du brauchst halt wirklich, theoretisch kannst du jetzt aus arabische Liga nehmen, aber du musst halt nicht, I don't know. Bruder, ich sag dir so, wir waren bei ihm vor drei Wochen, vier Wochen im Stadion. Cristiano Ronaldo, ey, wenn ich schon Al-Owairan ziehe, dann müssen wir auch jemanden spielen, der in der Liga spielt. Das ist Cristiano Ronaldo. Ich vergesse das zum Obvious Post, ey. Snowbies, Digga. Ich wollte die Karte nicht feiern. Ich feier die Spieler, die mir am meisten Spaß bringen. Deswegen spiele ich auch Al-Jabba. Ich schwöre, ich wusste es. Als du lange gesagt wurde, wusste ich, es kommt jetzt dieser Al-Jabba SBC. Das und damit habe ich jetzt schon drei Sterne. Passt auf jeden. Oder auf Hero ist jetzt auch nicht so schwer, drei Sterne. Ja, okay, Digga. Aber von allen auch fast, Digga. Ja, das ist gut. Ja, hast mich auf falschen Fuß erwischt, leider. Das richtig. So, diesmal wird es echt schwer, was bei dir zu holen, weil jetzt gibt es gar keinen Anhaltspunkt, was als nächstes vielleicht kommt. Ich habe einfach mal drei Namen, vielleicht ist einer richtig. Ich glaube eigentlich sogar, dass jetzt deine Icon kommt. Ich habe keine aufgeschrieben. Mein Icon kommt auf jeden Fall nicht, Bro. Kann ich schon mal spoilern. Ey, ich habe Tots gespielt aus Weekend League und ich habe eine coole rote Karte gezogen. Hast du gerade meinen Stream geschaut? Kann ich schon mal raus. Ja, aber gut, dass du ihn einbauen wolltest. Also, zumindest guckst du meinen Stream. Ja, so ein Red Pick, der 300k wert ist, schmeckt schon gerne. Zumindest guckst du meine Stream, scheiß drauf. LZM am Start ist Rabiot. Die habe ich gemacht, diese SBC. Die ist echt sehr, sehr geil. Und LM am Start habe ich Ribéry. Also ich habe wirklich gerade dabei, die mir Spaß bringt. Das ist cool. Ich habe Diaby im linken Mittelfeld, sonst habe ich Kroos auf. Ich schreibe immer gegen dich Kroos auf. Junge. Ja, willst du einen Boxkeeper haben? Ja, mach einfach rein.
Ja, mach einfach rein. Ich muss auch nicht reinmachen, wenn du nicht willst. Ja, wobei ZM, nee, musst du auch nicht. Machen wir dann, wenn du später. ZM hätte ich glaube ich unnötig. Also soll ich nicht machen, oder was? Nee, mach nicht. Okay, komm. Ich halt rein. Okay, komm mit meinem Mittelfeld. Vielleicht funktioniert es. Wir haben mein Video zuerst aufgenommen, wer beide Videos schaut. Bei meinem Video hat der Kante aufgeschrieben. Ich habe ihm erzählt, dass ich Food Birthday MVP. Food Birthday Kante discarded habe. Habe ich auch, aber es gibt ja auch die Mütter Wildcard, deswegen kommt jetzt mit der Wildcard Kante. Ich hätte ihn niemals gebaut, aber dadurch, dass dass wir über ihn geredet haben, hoffe ich, dass es klappt. Savanier habe ich im anderen ZM und im rechten Mittelfeld habe ich jetzt eine Trophy Titans Hero aus der Premier League. Cool. Yes. Die habe ich gezogen. Ich habe am Start, ich war eigentlich ein bisschen unlucky. Also ich habe Enzo Fernandes, das war nicht mal nah dran. Chelsea, aber ich habe Thuram aufgeschrieben, also Frankreich, das war schon ein bisschen näher. Und ich habe Messi aufgeschrieben wegen Mbappé. Ey, aber so richtig, so Mbappé muss trotzdem noch ein bisschen was dazu machen, ne? Also aktuell... So er kriegt doch seine Frankreich-Links gerade, gar kein Problem. Ja, aber da muss er irgendwie noch ein paar Soße machen. So. Nee, 1-2 aus der Französischen, ich bin fertig. Also ja, die 1-2 müssen noch kommen, Digga, ich bin gespannt. Ja, ich habe noch 5 Positionen, Mann, chill, Mann. Ja, mach ein bisschen Druck hier. Okay, Leute, machen wir weiter mit der dritten Runde. Komm, ich halt mal rein. Ich hoffe, du hast hier Psychospielchen mit mir gemacht. Erzähl mal, wen hast du? Wie Psychospielchen? Ja, du hast gesagt, ich komme über Frankreich. Vielleicht hast du Paris aufgeschrieben oder am Start. Also nee, ich bin komplett mit Frankreich gegangen. Okay. Mein Linksverteidiger ist Team of the Theo Hernandez. Willkommen zurück im Team. Ah, Bruder. Damit habe ich jetzt immer Theo. Du spielst immer Theo, Bruder. Nee, ich schwöre, ich habe den noch nie in einem SBB gespielt vor heute. Und heute habe ich ihn direkt bei beiden benutzt. Weil es halt ich habe das auch nur so eine Anspielung auf mich, weil ich den so spiele. Rechtsverteidiger. Ja, aber ich den lange nicht mehr benutzt habe und keiner hat den mehr im Verein, dachte ich, du wirst schon nicht Klaus aufschreiben. Oh, ich habe Hakimi aufgeschrieben. Das Ding ist, mit den beiden Frankreich-Spielern ist Mbappé jetzt auch voll. Ja! Ich hab's auch geguckt, jetzt ist er voll. Ich hatte nur Mendes und Hakimi. Ich dachte mir, du hast extra gesagt, dieses Frankreich, um mich auf die falsche Fährte zu locken und dann einen Vereinsspieler zu nehmen. Habt ihr sogar Tipp gegeben eigentlich? Ja, aber ich dachte mir, das war umgekehrte Psychologie. Ja, scheiß drauf. Ah, bitter. Okay, komm, ich füge ein. Also bei mir am Start. Der war der Linksverteidiger. Nee, egal, mach einfach. Linksverteidiger, Digga, kommst du. Kannst, musst du eigentlich gar nicht reinhalten. Ich habe Linksverteidiger Mario Rui. Hast du eh nicht. Wenn du den hast, bist du mit Ghost. Und RV habe ich am Start Fabio. Wenn du den hast, bist du auch mit Ghost. Nee, Digga. Lass mal. Also da, unmöglich eigentlich, Digga. Ich habe mir schon gedacht so. Ehrlich, lass mal. Letzte Chance, ansonsten beide mit vollen Teams, wäre auch mal was, aber nee, lieber noch was snipen. Was für volle Teams, Mann, du hast doch meinen Stream geschaut und Thuram rausgeholt. Ah, stimmt, vergessen. Oh, cool. Jetzt mal richtig in die Runde rein, bruh. Soll ich reinhalten oder was? Ich hab schon drin, ich hab drin. Okay. Also, linker Innenverteidiger am Start auf jeden Fall ist bei mir, den hast du, darf ich spoilern, in deiner Folge gespielt, Palois. Will ich auch mal testen, hat er nicht bei dir gut gemacht. Rechter Innenverteidiger bei mir ist am Start eine Tots-Karte, habe ich auch gezogen aus dem Tots-Livestream, aber darf ja nicht mal. Ich hätte am liebsten die Karte jetzt geändert, aber ja, wahrscheinlich hast du mir auch geschrieben, wenn du mal ins Stream geschaut hast. Danilo und im Tor habe ich am Start Onana für Thursday. Schmeckt ungern. Ich hatte Danilo als Rechtsverteidiger vorne aufgeschrieben. Und wenn man einmal falsch schickt, schreibt man nicht nochmal auf. Ich habe nichts. Ich habe Dante. Ich Martinho. Wusste nicht, dass du Danilo aufgeschrieben hast, Digga. Ich hatte gar nichts gesagt vorhin. Ich habe 3 aus der französischen Liga aufgeschrieben. Ich wusste, dass noch ein Brasilianer kommt, aber ich war dumm. Ich hatte nicht dran gedacht, dass der Brasilianer auch aus der Serie A sein kann. Ich habe alle Brasilianer aus der französischen Liga aufgeschrieben. Marquinhos und so, ja? Ja, genau. Marquinhos, Dante. Ja. Ey, ich wollte Dante zuerst bauen, ne? Habe ich überlegt. Aber seine geile Karte kann ja gar nicht Innenverteidiger. Du hättest deine Innenform nehmen müssen. Ja, ich hätte 84er Innenform nehmen. Okay, komm, ready? Ich halte mal bei dir rein. Ja, aber das ist unmöglich eigentlich, Digga. Jetzt, also, ich weiß nicht, was du aufgeschrieben hast. Ich habe meine 3 Ligen voll, ich baue noch eine 4. Liga und wenn du einfach ins Blaue geschossen hast, hast du vielleicht... Ah, okay, nee, sind wir ehrlich, hast du keinen. Na, komm, Digga, hör also, auf. Sind wir mal ehrlich, du hast... Also, bei den Infantilien bin ich eigentlich auch sicher. Ich habe eine Frankfurt-Kombo aus Tutor und So und im Tor komme ich dann mit dem Bundesliga-Schweiz-Link zu Kobel. Also musst du eins sagen, Bruder, du kannst gute Teams bauen. Das gebe ich dir wirklich, da dir Props. Also Full-Team, aber niemand baut so exotisch wie du, Digga, muss man ehrlich sagen. Also, du hast eins. Aber es sind trotzdem immer ein paar richtig kranke Karten, aber Theo Hernandez kann T 500.000. Ja, ich sag, das war jetzt auch nicht wirklich positiv gemeint. Naja. Es sind immer so ein paar exotische und ein paar krasse kombiniert gut. Ey, Freunde, Team sieht fresh aus, wird auf jeden Fall krasse Discards geregelt wahrscheinlich. Regnen. Oh. Ich lasse dich einwählen, let's go. Gucken wir mal an hier, was die Teams sagen. Aha.
Aha, aber so 83, da wird euch meine Chance, Digga, sag ich dir ehrlich. Ja, der Paloi hat auch nur 84, dein Linksverteidiger auch nur 82. Also, ihr seid immer noch, und? Ist immer noch Level über Bronze, ne? Das ist halt das Wichtigste eigentlich bei SBW. Ohne sowas, ohne so. Kante ist da. Als ob du immer noch den Ton im Controller drin hast. Was haben wir denn gehört gerade? Ich hab den gar nicht gehört, weil ich immer Headset drauf hab. Ich höre den Sinn. Einfach um dich ein bisschen abzufallen. Junge, Pfeife und so. Nicht nur nicht, wenn so Kante kann nicht schießen, wer kann denn schießen? Der? Gucken gleich. Er kann schießen hier. Ach, oder? Ja, ein verrückter Spielzug, bin ich selbst ein bisschen überrascht gerade. Nein. Ey, was ist das für Tore, Digga? Was mache ich denn da? Digga, Weifer Weihnachten. Cristiano Ronaldo. Ey, du movest sogar falsch, was? Na, wenn ich richtig move, gehen die rein, wenn ich falsch move, hält der. Das ist echt kaputtes Game eigentlich. Ah. Jetzt, wenn ich den Schritt nach außen mache, wäre ich viel Platz gewesen. Nee, ohne so. Ohne Move heute. Mann, Digga, ich nehme nicht mehr mit dir auf, Digga. 3-0 auf 25 Minuten. Das kann doch nicht sein, ey. Das wird doch wieder ein dicker Discard. Mann. Was? Oh. Er geht einfach nicht zum Ball. Digga, das ist genau ist das, krass. Was ich meine. Aber egal, Cristiano Ronaldo, du bist da. Ey, was? Also. Nein! Also, Digga, was stolpert der oder was? Was macht der? Was passiert hier, Mann? Oh, gut gemoved, Digga. Ich glaube, der hat geknallt sonst, ne? Bei welcher Ecke schieße ich diesmal? Unten! Nein, warum mach ich rot? Der wäre drin gewesen! Nein! Der wäre 100% drin gewesen. Nein, Digga! Der war viel zu früh gemoved. Ich muss das Rätsel schon jetzt, Digga. Okay. Da! Oh. Alles probiert, Mann! Shit! Okay. Oh. Okay. Ja das war schon, muss man sagen, ne? Das war Cristiano schon. Cristiano Ronaldo Hattrick, Bruder. Der wird wichtig. Peach kommt, noch den Helfer nehme ich mit. Da war auch klar, dass du gedreht. Wie du extra den Ball wegziehst, ne? Risiko. Nein, ich hatte schieß mit. Ja, das war mir auch klar, dass du mit dir bleibst. Nein, mach doch den Schritt nach hinten da! Ah! Oh mein Gott. Ey, Digga, Cristiano, ich hab dich so gelobt, Digga. Ey, Mann, guck, blend das doch mal ein, wie unrealistisch das ist. Das ist Respekt. Obwohl, aktuell ist es eigentlich realistisch, da. Das heißt, ich spiel kein Tor. Zuckerball von meinem Innenverteidiger. Ah, 7 Minuten noch. Krise. Nein, ja, Digga, das darf alles. Mann! Komm, Digga. Rot! Gib ihn rot! Gib der Sau rot, Digga! Geht gar nicht, Digga. Von der Seite. Fast Ball sogar. Wie du wusstest, ist es sonst knapp, Digga. Ich dachte sogar, ich krieg Ball, ehrlich. Deswegen mach ich Übersteiger, Digga. Genau deswegen mach ich Übersteiger! Ach, ja, ich hab trotzdem verloren. Ich nichts Karten. Oh, GG's, Bro, GG's. Du hast jetzt dafür gesorgt, dass Leute wieder in die Kommentare schreiben, war klar, nur ein Torunterschied. Okay, Bro, ich hab umgestellt. Ey, du hast mir letztes Mal 8 Millionen Coins discardet, falls ich noch richtig dran erinnern kann. Ich hoffe, dieses Mal wird es ein bisschen weniger. Also, es wird auf jeden Fall weniger, weil kein Spieler kostet ja 8 Millionen. Ja. Ja, du musst mir auf jeden Fall Schüsse beibringen. Ich chill gerade auf der Statistik. 18 zu 6 Schüsse, erwartet Tore, gefühlt 7 zu 3. Bro, wenn sich wer gewundert, warum ich mich aufreg manchmal, da ist der Grund, ey. Das stimmt. So eiskalt muss ich auch mal sein. Okay. Ich sag dir ehrlich, hauptsächlich nicht Cristiano, Digga. Das ist mir egal. Also, auch Ribéry wird auch richtig wehtun. Rabiot auch. Aber Cristiano wird am meisten, ich hab den in Rot. Digga, hallo, bei Rang kostet 3 Mio. Ja, hallo, Weihrauch wäre auch. Ich sag dir ehrlich, Cristiano Ronaldo ist aber auf dem gleichen Level wie Alderweireld für mich. Also von der Wichtigkeit. Okay, du kriegst eh bald einen Tod. Ja, ich hab ihn rot, Bruder. Das ist eine Erinnerung. Hier, Digga. Wenn du sagst, das ist eine Bronzekarte, ne? Achso, und Leute, die Spiele werden nicht gezählt beim SBB, deswegen ich dann zwei Spiele. Ich nehm einfach deinen linken Innenverteidiger.
Mario, hui, den kriegst ich doch direkt. Ah, Digga. Richtig schimmlich. Cristiano Ronaldo, linker Stürmer, Rabiot, RZM, Ribéry, LZM und der wichtigste von allen war auf der Außenverteidigerposition. Rechtsverteidiger Alo Weyrand. Das war nix. Das war nichts, aber muss auch mal sein, Digga. Nach was war rechter Innenverteidiger? Onana verbessert. Aber da hätte ich, ja, dieses Tor am Ende hat gar keinen Unterschied gemacht. Da hätte ich rechten Innenverteidiger auch noch genommen. Ja, okay. Aber jetzt diese 20k oder nicht? Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr ein 4 Millionen Coins Pack SBB sehen wollt, das war's von uns. Haut rein, mach's gut und bis nächstes Video. Tschüss. Ciao. Ich gehe jetzt Torschüsse trainieren, unfassbar.